Wir sind im Museumszentrum Misterbach in der Mitte und auch am Anfang deiner großen Werkschau. Soviel ich weiß, ist das bis jetzt deine größte Werkschau. Wie ist diese Ausstellung entstanden? Was alles ist in ihr zu sehen? Was ist momentan nicht zu sehen? Und warum beginnen wir gerade hier in diesem Raum mit diesen Bildern? Ja, es ist meine größte und vor allem umfassendste Ausstellung im Nitsch-Museum, also im Museumszentrum Misterbach, aber speziell im Teil von Nitsch. Und Nitsch hat mich dazu auch eingeladen. Und die niederösterreichische Kulturabteilung hat das eben dann finanziert. Das heißt, diese finanzielle Seite ist dann von der Seite her gekommen. Und ich habe zusätzlich einen sehr umfassenden Katalog machen können. Ja, das ist so dieser Teil, das ist passiert. Ich habe die Einladung bekommen, habe das gerne angenommen. Mit dem Katalog ist das eine sehr schöne Zusammenschau aller Arbeiten bisher, der meisten Arbeiten bisher. Es sind noch zwei andere Räume von Anfang an gewesen. Das waren Materialbilder, das sind auch ganz alte Sachen gewesen. Die sind jetzt im Moment nicht mehr hier. Da gibt es aber auch einen Katalog. Und ein Raum, der Stammersdorf, meine erste fotografische Arbeit eingeschlossen hatte und auch noch zugleich einen performativen Charakter gehabt hat. Hier in dem Teil stehen wir hauptsächlich deshalb, weil wir doch irgendwie chronologisch vorgehen wollen. Hier sind diese Arbeiten zählen zu den ältesten Arbeiten der Bildgedichte. Dazwischen sind digitale Collagen, die sind immer fix in der Ausstellung montiert und die Bildgedichte werden modifiziert. Das heißt, wir hängen nach alle zwei Monate, werden die umgehängt. Insgesamt sind das über 70 Zyklen, die ich gemacht habe. Und da ist es noch, was hat's, fast notwendig, dass wir da einen Wechsel vornehmen. Ja, hier ist Fylke Most, ein sehr früher Zyklus, der sich einerseits mit visueller Wahrnehmung, auch im Hinblick auf Wolfgang Dunner, einen alten Freund von Nitsch, bezogen hat, wo ich inspiriert war, wahrnehmungstheoretische Aspekte in diese vier Bildgedichte einzubeziehen. Wann sind die ersten Bildgedichte entstanden und kannst du dich zurückerinnern an so einen Uraugenblick, wo das aus dir entwachsen ist? Ich war im Jahr 1975 eingeladen, die Ausstellung, die in Graz im Forum Stadtpark war, dort in Wien zu zeigen. In Wien, das hat die Kulturabteilung der damaligen Zentralsparkasse, die sich immer wieder für künstlerische Arbeiten eingesetzt hat, Räume her zur Verfügung gestellt hat, auch einen kleinen Katalog gemacht hat. Und ich wollte die Ausstellung nicht eins zu eins übernehmen, ich wollte den fotografischen Teil modifizieren und habe eben zusätzlich begonnen, so vage bildsprachlich zu arbeiten. Da gibt es einige Blätter davon, die noch sehr zögernd und sehr sehr vorsichtig noch waren. Aber in eigenartiger Weise hat das dazu geführt, dass das meine Haupttätigkeit dann geworden ist. Das heißt, ich habe das dann gewagter, interessanter gestalten können in späteren Jahren. Also Ende 74 waren die ersten Stammersdorf 4 Bildgedichte. Im Jahr 75 habe ich den großen Zyklus Weinviertel begonnen und den habe ich ungefähr bis 78, 79 weitergeführt, teilweise mit anderen Titeln. Und das waren schon, das, da habe ich den
relativ rasch Erfolg gehabt damit. Habe auch bei der Kunstvermittlung, zum Beispiel bei Otto Breicher, Peter Weihermeier und so, Unterstützung gefunden. Und vor allem bei den Künstlern, und zwar bei den bildnerischen Künstlern, bildenden Künstlern, also bei den Malern, wie man so sagt, oder auch Aktionskünstlern, die haben das sofort bemerkt, dass da ein Potenzial ist, das Hoffnung macht. Und die Fotografen selber waren noch ängstlich. Die haben diese, sagen wir mal, billigen Vergrößerungen in solchen Kombinationen nicht so recht verstanden. Das war ihnen vom Material her und von der Ästhetik her, ja, waren die noch sehr verhaftet im Schwarz-Weißen. Ich habe auch die ersten Fotos auch schwarz-weiß gemacht, 6x6 Vergrößerungen oder von 6x6 negativen Vergrößerungen. Aber ich habe gesehen, dass das für mich keine Zukunft hat. Ich war ja von Haus aus schon Quereinsteiger in der Fotografie. Ich war eigentlich ausgebildeter Grafiker und wollte Malerei, mit Malerei aktiv sein und habe auch sehr viel gemalt in den Anfangsphasen. Aber die Fotografie hat mir dann den Erfolg gebracht, den ich mir in der Malerei gewünscht habe. Und so ist das irgendwie, anfangs konnte ich selber ehrlich gesagt nicht daran glauben, dass das hält. Ich habe gedacht, das ist ein Zufallseffekt und das wird sich bald totlaufen. Ich habe dann eben immer bildnerische Sachen gemacht, die ganzen 80er Jahre, bis ich erkannt habe, dass das meine Domäne wahrscheinlich ist und dass das kultivierbar ist, entwickelbar ist, und das hat sich bewahrheitet. Ja. Und ist deine Beschäftigung mit dem Daoismus, mit östlicher Philosophie, in diese Bildgedichte irgendwie eingeflossen? In einem gewissen Sinn vielleicht schon, weil die Fotografie und diese vier Gedichte auch so etwas sind wie ein Statement, in einem gewissen Sinn auch ein philosophisches Statement. Und da komme ich dem Daoismus wieder nahe. Das heißt, wie soll ich sagen, man kann das sehen, man muss es aber natürlich nicht sehen. Und es ist das nicht gebunden an den Daoismus. Daoismus hat mich als Philosophie oder als philosophische Einstellung sehr interessiert. Aber da ist es auch darum gegangen, mein Leben eigentlich daraufhin abzustimmen. Also mein gesamtes Verhalten an diese hochgeistige, wie soll ich sagen, Philosophie anzupassen. Das war schon ein Bestreben von mir und das hat sicher indirekt auch Einfluss auf die Fotografie gehabt. Und war bei dir auch ein bewusster Bruch mit dieser durchästhetisierten Hochglanzkunstfotografie auch im Spiel? Ich habe es nicht direkt konfrontativ bekämpft, aber ich habe gesehen, da habe ich keine Chance, das ist nicht mein Metier. Ich habe am Anfang selber vergrößert, habe herumprobiert und habe gesehen, er braucht so viel Zeit, bis man dann ein Foto sich hinquält oder herausquält, und dann ist man auch wieder noch unzufrieden, und mich hat mehr die Wendigkeit und sprachliche und musikalische Qualität in den Bildern interessiert, also eher eine Vielfalt, einen Fluss von Bildern habe ich mir eher vorgestellt oder besser gesagt dann realisiert. Und das ist meinem Typ vielleicht auch viel näher gekommen. Also ich habe nicht einen Krieg geführt gegen die Schwarz-Weiß-Fotografen, aber mir war klar, dass das für mich nichts ist. Und ich habe eben meine Strategie kultiviert und gepflegt und weiter vorangetrieben und habe dann Erfolg gehabt und auch vor allem im Ausland, das hat dann die Nachwirkung im Inland gehabt. Ich habe in Italien sehr früh, in Deutschland sehr früh Erfolge gehabt. Es war auch ein Trend, man muss auch sagen, ich bin da sehr glücklich, einer der Mitkämpfer gewesen, ohne es gewusst zu haben, ohne es geplant zu haben. Es hat damals in den frühen 80er Jahren so eine Tendenz gegeben, erweiterte Fotografie,
eine Absage an das Einzelbild und so weiter. Diese Tendenzen in den 80er Jahren habe ich ja, wie gesagt, intuitiv selber bestritten und auch in Österreich ausgefochten. Es hat eine Zeit gedauert, wo man mich nicht akzeptieren wollte, und das hat aber nicht ewig gedauert. Also in den Anfang der 80er Jahre ist das dann schon recht angenommen worden. Wenn man in der Kunst etwas Neues erfindet und das hat Erfolg, das kommen mal gleich die Versuchen, das nachzuahmen. Hat man das bei dir auch versucht? Hast du einen? Es hat schon Sympathisanten gegeben, die einerseits waren das eigene Studenten. Ich habe sehr früh, schon Anfang der 80er Jahre, schon Workshops gehalten in Salzburg, in der Steiermark und so weiter, und dann später in Niederösterreich, also bei Fotofluss. Ende der 80er Jahre ist Fotofluss gegründet worden. Es hat dadurch schon natürlich eine Art Schule gegeben, aber ich habe das nicht irgendwie, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich da links oder rechts überholt worden wäre, sondern wenn es ähnliche Tendenzen gegeben hat, hat mich das interessiert, und das habe ich wohlwollend aufgefasst. Das ist so, wie wenn man das Quartett erfunden hätte. Ja? Man sagt, vier Instrumente spielen zusammen, haben vier verschiedene Linienführungen, übrigens hat eine große Ähnlichkeit. Und diese vier Linien wollen harmonisch und auch disharmonisch sein, sodass es reizvoll ist und dass es in der Aussage eben passt. Das habe ich mit der Fotografie machen können, und da hat es schon einige gegeben, die das auch variiert oder ähnlich gemacht haben. Aber wie gesagt, ich war vielleicht der Fleißigere und auch der, wenn ich so sagen will, auch variantenfreudigste. Ich habe sehr viele Sachen riskiert und probiert, und es hat sich für mich, ich habe dann selber Ende der oder Mitte der 90er Jahre dann selber ein wenig den Überdruss verspürt, in der Zeit, wo ich die ersten digitalen Collagen schon machen konnte. Und zwar deshalb, es hat mich dieses immer gleiche Format und immer diese Größe ein wenig abgestumpft. Ja, ich habe mir gedacht, das ist zu wenig, da bleibe ich in einem kleinen Bereich. Das habe ich zu Unrecht gesagt. Ja, aber damals hatte ich das Gefühl, und habe dann mit Freude die manierierte Formate aufgenommen, Hochformate und ganz große, weite Querformate und so weiter, wie das mit dem Computer eben dann möglich geworden ist. Und habe fast zehn Jahre lang keine Viererblätter mehr gemacht. Vielleicht habe ich mich auch erinnert an Haydn. Haydn hat in den späten 90er Jahren des 18. Jahrhunderts war bekannt für seine schönen Quartette und hat dann auch ungefähr 10 Jahre ausgesetzt, um aber dann nachher wieder aufzutreten und mit sehr, sehr schönen Arbeiten zu kommen. Also bei mir war es so, ich habe lange Zeit dann nur digitale Bilder gemacht. Das war auch an der Kippe von der analogen Fotografie zur digitalen. Ja? Also die erste Zeit der digitalen Bilder waren noch analog fotografiert, dann gescannt und dann über Computer weiterverarbeitet. Da waren die Rechner noch sehr klein, die Programme noch nicht sehr ausgefeilt. Aber es hat mir auch sehr große Freude gemacht, in der digitalen Collage zu arbeiten. Nur bin ich dann drauf gekommen, habe ich eigentlich entdeckt, indem ich in den digitalen Collagen mich verstrickt hatte, dass mir eine gewisse Qualität der Viererkombinationen verloren gegangen ist. Das heißt, nicht verloren gegangen ist, dass ich das nicht in den Collagen nicht, diese Qualität nicht hineinbringen konnte. Jetzt hat es manchmal Mischformen gegeben, so sagen wir fast nur ganze Bilder, die aber dann doch zu leicht irgendwie dann überarbeitet waren. Aber im Prinzip gibt man da etwas auf,
Wenn man ein Bild verändert, nimmt man dem Bild Qualität weg. Ja, das ist nicht nur eine Fläche, die verschwindet, sondern auch ein Teil der Aura, die um das Objekt herum notwendig ist, um das Objekt zu erklären. Also wenn ich ein Porträt mache, sagen wir jemanden in seinem Arbeitsbereich, dann ist nicht egal, was rundherum ist. Man kann das nicht so leicht austauschen. Wenn man es austauscht, ist das eine Strategie, die natürlich das ganze Gefüge durcheinander bringt, aber das kann natürlich auch sehr interessant sein. Aber gerade die unbedeutenden Dinge, die man herausnimmt beim digitalen Collagieren, die sind dann schmerzhaft, die fehlen einem dann. Das ist so, wie wenn man die Akustik einer Stimme so verändert, dass es nur mehr so zu hören ist wie in einer Kugel oder, ich weiß nicht, in einem abgeschlossenen Bereich. Das ist ganz was anderes, als wenn die Akustik des ganzen Raumes mitarbeitet. Das sagt sehr viel zur Person, zur Stimme und so weiter aus. Und im Bild ist es ganz ähnlich oder ist es eben auch sehr, sehr stark, dass das ganze Bild, dass im Bild viele Qualitäten, die man nur so unbewusst auch liest, mitspielen, also mitwirken. Und wenn man da zu rigoros umgeht, nimmt man sie wieder sehr viel weg. Diese Erfahrung habe ich gemacht beim digitalen Collagieren und bin in die Gegenbewegung geraten, habe dann wieder Viererblätter gemacht, schon digital fotografiert, digital auch am Computer verarbeitet, also zusammengestellt. Und konnte mir da auch erlauben, dann einmal ein Hochformat reinzustellen, also einmal in der Fläche von zwei Bildern was reinzustellen oder zwei Querformate und so weiter. Da habe ich sehr viel experimentieren können und habe große Freude damit gehabt. Und habe mir dann fast wiederum das digitale Collagieren abgewöhnt. Ja, das habe ich dann auch wieder eine Zeit lang nicht gemacht, aber es ist mir immer offen, beides zu machen und ich fühle mich da wohl. Ich habe jetzt nicht mehr die Angst, dass ich nur in dem Format der Viererblätter denken muss. Ich kann ausschweifen in alle möglichen Formate und mache das auch, wenn es mir Spaß macht. Die Formate der digitalen Montagen umspannen eine Weite von Einzelbildern, wie hier welche hängen, bis zu vielen Meter langen Großkompositionen, die dann, wenn wir bei dem Vergleich mit der Musik bleiben wollen, Symphonien für Großorchester sein könnten und vor allem mit dem Reichtum der Farben und der Klangfarben denkt man dann eher an Mahler oder ich weiß nicht an welchen Komponisten. Mhm. Wie entstehen diese viele Meter langen Großkompositionen? Es gibt da zwei Typen, wo ich das Gefühl habe, dass es da zu einer schönen Ausformung gekommen ist. Das eine ist der Weinviertelfries. Da habe ich sehr methodisch gearbeitet, bin im Land herumgefahren und habe mir in 16 Tafeln ausgedacht, typisch bestimmte Regionen einzufangen und zur Wirkung zu bringen. Und das ist die eine Form, die ist noch, wenn man so will, sehr klassisch gemacht. Das ist hier nur auf einem Bildschirm zu sehen, weil am Ende des Weges, von hier weg hinauf, am sogenannten Dionysos-Weges, in dem Container, der dort extra aufgestellt worden ist für den Weinviertelfries, ist das zu sehen und das hätte uns hier zu viel Platz weggenommen. Also so groß ist das dann auch hier auch wieder nicht. Aber der zweite Typus ist diese Arbeit aus den vier großen Bildern unter dem Titel Geschichtes Gedicht. Da ist es darum gegangen, erste Hälfte 20. Jahrhundert in Österreich und sagen wir dem Umfeld von Österreich. Ja, aber ausgehend von Österreich, also 1900 bis 1950, 60 herum. Die letzten Arbeiten sind da. Und da sind halt die viele Denker, Klassiker, Literaten, Musiker und Maler mitverarbeitet.
Und das hat eine besondere Eigenart. In diesem Fries oder in diesen vier großen Bildern ist kein einziges Foto von mir selber gemacht. Das sind alles Zitate, die aber eben schon so symphonisch eingesetzt einzelne Bilder quasi geworden sind, aber eben auch sehr erzählerisch sind. Es gibt da eben über den Computer einen Zugang, wo man in die Bilder einsteigen kann, wo man bestimmte Porträts oder bestimmte Malereien oder Skulpturabbildungen antippen kann, und dann kann man im Hintergrund auf schriftliche Hinweise und so weiter kommen. Das ist auch eins meiner Lieblingsarbeiten. Ich bin der Meinung, das ist meine stärkste Arbeit überhaupt. Muss aber auch zugeben, ich habe das nicht alleine gemacht. Es hat Wolfgang Denk damals als Leiter der Kunsthalle Krems den Auftrag gegeben. Es war eine Auftragsarbeit und hat auch mitgeholfen bei der Auswahl der Künstler und Denker und erinnern müsste ich auch sagen, aber waren damals noch sehr, sehr wenige Frauen einbezogen, gerade vielleicht auch diese erste Hälfte 20. Jahrhundert war noch sehr stark männerdominiert, und da sind zwar schon, natürlich hat es Frauen gegeben, aber die Auswahl war noch relativ gering im Vergleich zu jetzt. Ja. Aber ich bin der Meinung, dass es die komplexesten und vielleicht auch interessantesten Bildfindungen geworden sind. So sehe ich das zumindest. Also habe ich mal sehr, sehr große Freude, wenn ich da bin, so wie, weiß nicht, wie wenn ich zu mir zu Besuch komme, und mich freut, dass ich da in so einer starken Form aufscheine, ja, oder dass es da diese Arbeiten gibt. Ihr fliegt morgen nach Südfrankreich, und mir hat gestern diese Formulierung sehr gut gefallen. Ich kann so ein starkes Land nicht unfotografiert belassen. Ja. Du reist bis heute sehr viel und hast dich sehr viel mit einzelnen Städten, geografischen Orten beschäftigt. Das ist ein eigenständiger großer Bereich innerhalb deiner Fotografie. Ist das richtig? Ja, kann man sagen. Es ist so, dass ich das Fremde als eine Stimulanz, also das in einem gewissen Sinn Fremde, ja. Kann ja nicht wirklich fremd sein, weil man sonst auch kaum was damit anfangen könnte. Ja. Also das Verwandte im Anderen, ja, oder das Ähnliche in anderen Kulturräumen hat mich immer sehr gereizt, und zwar deshalb, weil das bei mir so einen Impuls ausgelöst hat, gerade sehr Ähnlichkeiten haben so etwas wie hat mich fast elektrisiert, immer zu sehen, das ist so ähnlich wie ich es kenne von meiner näheren Umgebung her, aber es hat eben eine andere Koloristik, eine andere Musik oder ein anderer Klang dazu zu spüren, und das hat mich wieder in eine Arbeit hineingezogen. Also das sind eigentlich die stärksten Antriebe, eine neue Arbeit zu machen. Und ich habe in den fast allen Fällen war ich eingeladen oder habe mich dann eingeladen, manchmal auch, aber im Prinzip es hat zweierlei Antriebe gegeben. Einen, dass ich von meinem näheren Wiener und niederösterreichischen Umkreis wie spiralförmig meine Umgebung ausgeforscht habe, und bin dadurch automatisch in die Nachbarschaft unserer Freunde gekommen, geraten, und zwischendurch hat es dann
auch Einladungen in exotische Länder gegeben, wie damals China oder dann später Korea. Weil ich schon einmal in China war, bin ich dann auch nach Korea eingeladen worden. Oder weil ich in Linz hat es eine 700-Jahres-Feier gegeben, habe ich zur Stadt Linz ein Porträt gemacht, das heißt, ich bin da eingeladen worden und ein Jahr später nach Antwerpen zum Beispiel. Und inzwischen beinhaltet diese Nachbarschaft, ich glaube, alle 5 Kontinente und habe ich auch nur mit Mexiko so ein wenig aus der Ferne ansehen können. Aber ich habe schon auch dann nach einer gewissen Zeit den Ehrgeiz gehabt, zum Beispiel irgendein afrikanisches Land einmal zu besuchen, weil das auch nicht so weit weg ist, dass man und hat andererseits so viele, also einen schon viel höheren Fremdanteil, als man das in Europa gewohnt ist. Aber es war zum Beispiel auch interessant, ich weiß nicht, Mitte der 80er Jahre nach Russland zu fahren, ja. Oder China war natürlich sehr, sehr interessant und Mexiko und Amerika, also Nordamerika. Aber wie gesagt, es ist immer auf der Basis, dass ich das als Variation einer Lebensform, wie sie eben in unserer Zeit möglich geworden ist oder wie man es eben kennt. Und ich wollte da eben immer mit einer gewissen Vorsicht oder Sanftheit, vielleicht asiatischen Sanftheit, aber andererseits auch mit einer Bestimmtheit und Unbeirrtheit einzelne Dinge herausholen und vergleichen eben mit bei uns ähnlichen Verhaltensweisen. Du hast vorher schon erwähnt, du hast schon ganz früh Workshops gemacht und hast angefangen zu unterrichten. Soviel ich weiß, machst du das bis heute immer wieder. Und über 40 Jahre oder 30 Jahre, das muss ein ganz großes Netzwerk von Schülern und Schülerinnen, ehemaligen sein. Wie sieht das aus? Sind da viele lebendige Kontakte geblieben? Es hat um Wolkersdorf, um Fotofluss herum, natürlich hat sich ein Freundeskreis gebildet und es sind dann auch also viele österreichische Anfänger und später dann ganz interessante Leute gegeben, die meine Arbeit damals geschätzt haben und ich glaube auch heute noch schätzen. Es ist sogar so, dass teilweise eigentlich nur sagen müsste, mich interessiert, zum Beispiel die Stadt Brünn, ja, als ein Ort, der auch so nahe ist zu Österreich, keine Hauptstadt ist, aber irgendwie ein Charisma als Stadt hat. Und da würden sofort 10, 15 Leute mitkommen, weil das haben wir schon einige Male praktiziert. Wenn ich wo war und erzählt habe oder auch dann Bilder schon da waren, das hat dann diese, wenn man so will, Schlachtenbummler auch gerne auch interessiert. Und dann sind wir einige Male, einmal waren wir in Neapel, in Antwerpen und wir haben dann auch das Grenzgebiet zu Tschechien und der Slowakei teilweise zu Fuß und teilweise mit Fahrzeugen untersucht und in Form von Workshops. Und das hat mir auch immer Spaß gemacht und Deine Frau und die Mutter deiner zwei jüngsten Kinder, die inzwischen auch schon erwachsen sind, ist ebenfalls Kunstfotografin. Wie ist das Verhältnis? Ist das eher eine Konkurrenz oder Mitarbeit oder einfach zwei parallele Welten nebeneinander? Es ist schon so, dass die erste Zeit eine stimulierende Wirkung von meiner Arbeit zu Magdalena, zu meiner Frau eben der Anlass war, dass sie sich so vollkommen in dieses Medium hineinfallen hat lassen. Aber Magdalena ist ein unglaublich eigener und eigenständiger, nicht nur eigenwilliger, eigenständiger Charakter. Sie hat eigentlich mit einer unbändigen
wie soll ich sagen, Kraft, eigenes Territorium geschaffen und hat das auch wirklich zustande gebracht, sich auch eigene Themen und eigene Vorgangsweisen anzueignen und ist in gewisser Hinsicht mutiger, und weil sie dann doch einen anderen, sie ist also weniger taoistisch als ich, hat die Dinge oft direkter beim Namen genannt, also ihre Arbeiten zur Weiblichkeit und zu, wenn man so will, auch dem der Konstruktion, das von innen her darzustellen, das hat schon sehr, sehr mutige Formen angenommen gehabt. Und da hat sie starke Werke hingelegt und hat dann auch sehr viel Selbstvertrauen gefunden. Und zusätzlich möchte ich aber da was dazu sagen, und zwar, das ist nicht immer so einfach unter zwei Künstlern, Künstlerinnen. Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden. Wir haben uns gegenseitig helfen können. Ja, wir waren uns gegenseitig korrektiv, wenn man in Engpässe geraten ist, wenn man das Gefühl hat, man weiß nicht mehr weiter. Und manchmal nützt es, wenn man auf den nächsten Tag wartet, manchmal wurstelt man herum. Bei Magdalena und mir ist es oft so, dass wir uns gegenseitig benutzen können. Wir sagen, du, schau dir das einmal an. Was sagst du da? Einmal ist man stolz, dann sagt man, sagt, na ja, ich weiß nicht, das, so toll finde ich das an. Und dann denkt man auch nach. Und nicht immer macht man das, was die andere Person sagt, aber es ist sehr, sehr nützlich gewesen, ja, immer wieder, dass wir uns quasi als Korrektiv einsetzen konnten. Magdalena arbeitet nicht nur mit Fotografie, sondern auch viel mit Video. Ja. Und eine ihrer letzten Arbeiten ist ein Porträtfilm über dich, den wir leider noch nicht gesehen haben. Wir sind sehr gespannt. Wie findest du den Film? Ja, ich bin natürlich voll befangen, aber ich habe auch mitgearbeitet. Ich habe auch schon aktiv gesagt, was ich gerne dabei hätte, und das hat es natürlich nicht unbedingt immer erleichtert, aber es ist da ein Ringkampf gewesen, wo die Magdalena auch wirklich sehr viel Energie eingesetzt hat, und also da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, weil eben viele Passagen, wo ich denke, dass diese dann erklärt sind, drinnen sind. Aber wirklich beurteilen kann ich es auch nicht. Ich bin da schon ziemlich befangen und habe aber trotzdem Freude. Man muss nicht immer wissen, ob was ganz hundertprozentig gut ist. Aber ich glaube fast, das ist die komplizierteste und schwierigste Arbeit von ihr gewesen, die sehr viele Dinge einbezieht. Magdalena hatte etwas Probleme. Den Staaten gekommen und wird ein Künstlerduo heute mit dir gestalten. Wie ist diese Zusammenarbeit entstanden? Durch die Kuratoren, die auch also in ihrer Gruppe Sound Design, Sound Kunst eben gelernt haben, erstens, dann auch schon sehr lange arbeiten in dem Bereich, aber natürlich nicht nur im Sound, sie sind sogenannte Medienkünstler in mehreren Bereichen, und ich habe mir die Kuratoren eigentlich aus diesem Grund ausgewählt, weil ich gehofft habe, was sich dann bewahrheitet hat, dass dadurch ein Aspekt des medialen Vortrages in einer von jüngeren Menschen stattfinden könnte, und das hat sich, wie gesagt, bewahrheitet. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir da uns gefunden haben. Auch Martin Breindl hat auch den Katalog gemacht, und auch da haben alle mitgearbeitet. Diese kritischen Punkte haben die drei, die können sich auch gegenseitig helfen. Das ist eine sehr intelligente Konstellation. Zwei sind sehr stark im Sound, in der Soundgestaltung. Der eine ist im grafischen Bereich sehr stark. Bildnerisch sind fast alle, sind zwei wiederum sehr stark. Also sie überlappen sich dann so in ihren Qualitäten, und ich finde die sehr, sehr gut. Und auch die Ausstellungsgestaltung haben wir schon gemeinsam, aber betont durch ihre,
durch ihre Einfälle und durch ihre auch organisatorischen Fähigkeiten. Und wir sind alle glücklich, auch die Kuratoren sind. Wer sind die Kuratoren? Das ist Andrea Sodomka, Martin Breindl und Norbert Matt. Du hast noch einiges zu tun und wir wollen dich nicht unnötig aufhalten. Noch vielleicht eine letzte Idee oder Gedanke. In deinem ganzen Werk ist immer wieder vieles aus deinem eigenen Leben, aus deinem Umfeld eingeflossen. Könnte man es so formulieren, dass die Biografie des Künstlers der Kompost ist, aus dem dann Kunst entsteht? Kompost ist ein Prozess, des Stoffwechsels auch, also der Veränderung. Man kann es als Sinnbild kann man schon verwenden, aber ich muss nicht im Leben mehrmals sterben, um quasi als, ich weiß nicht, ein guter Fotograf oder ein Filmemacher dann aufzuerstehen. Aber so, also die Idee, dass alles eine Blüte verblüht, eine Phase des Blühens der Tätigkeit in einem Feld, das man sich ausgewählt hat, und dann ein langsames Abklingen wieder bis hin zu zur Verrottung, ja, das trifft auch auf die Menschen zu. Es ist für mich schon auch eine Schlüsselarbeit, aber ich habe sie nicht so symbolisch gemeint, mich hat das nur fasziniert, im gärtnerischen Bereich tätig zu sein, und habe immer wieder auch Analogien in meiner Kunst finden können, und das ist ein Spiel, ein Hin und Her, das Artifizielle und das Archaische waren immer auch so Gegenpole, die sich gegenseitig hochschaukeln haben können. Wir danken dir für das Gespräch.